Ich kann mich derzeit dem Wahlkampfgetöse nur schwer entziehen. Es ergreift mich ob der Wahlkampfsprache und Rhetorik so ein schauriges Gefühl wie bei einer toten Ratte. Man ekelt sich, aber muss trotzdem hinschauen und dann frage ich mich, stimmt etwas mit mir nicht? Bin ich nicht mehr leidensfähig oder vielleicht schrullig geworden? Und wie zur Bestätigung greife ich mir das aktuelle Buch von Wiglaf Droste. Das heißt, sprichst du noch oder kommunizierst du schon und finde irgendwie Bestätigung und vielleicht auch Seelenheil? Und ja, ob Wiglaf Droste beim Schreiben dieses Buches auch Seelenheil gefunden hat, das kann ich ihn selbst fragen. Jetzt ist er in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Droste. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Wenn Sie derzeit durch die Straßen laufen, haben Sie da auch ein komisches Gefühl, wenn Sie die Wahlkampfplakate sehen? Ich muss sagen, dass ich da keinerlei Gefühle habe. Also das Versuchen, aus Menschen Empathie herauszukitzeln, ohne sich dabei Mühe zu geben, das ist schon frappierend. Und ich weiß nicht, welche Dummheitsgrenzen hier noch unterschritten werden sollen. Mich berührt das, ehrlich gesagt, nicht. Ich habe einen schönen Satz in Ihrem Buch gefunden. Das ist zwar auf die Ehe bezogen, aber man kann das vielleicht auch auf den Wahlkampf beziehen. Man kann zwar versuchen, Idiotie zu ignorieren, das Fenster schließen, die Ohren, die Augen, aber die Strategie der Vermeidung schiebt die Entscheidung nur hinaus, stärkt zudem die Kräfte der Dummheit und schwächt die eigenen. Wenn die Belästigung zu massiv wird, muss man sich ihr stellen und etwas sagen. Ist angesagt eigentlich in diesen Zeiten, oder? Was zu sagen? Ich bin erstaunt, dass Sie das zitieren. Ich wusste gar nicht, dass ich sowas Richtiges mal geschrieben habe. Wenn Sie das verzeihen, dass ich jetzt gerade erstaunt bin. Ich erwarte ehrlich gesagt von diesem Personal nichts. Also wenn Sie das Wort Personaldecke, was ja an sich auch schon ein sehr lustiges Wort ist, nehmen, dann Sie müssen sich ja einfach nur das angebotene Personal angucken und dann wissen Sie, diese Personaldecke ist ungefähr so lang wie ein Lätzchen. Da ist nichts, da ist niemand. Das sind Leute, die, ich weiß nicht, man würde sie nicht mal zu Hause den Müll leeren oder wegbringen lassen. Die können nichts. Ja, gleichzeitig werden sie, das muss man auch ihnen fast zugute halten, von Medien, ja, deren Arbeiter ja auch nichts können, nichts gelernt haben, vor sich hergejagt, also mit absurdesten Vorwürfen. Also niemand beurteilt einen Politiker nach Politik, sondern es geht um so Sachen, tritt er in ein Fettnäpfchen, hat er eine gute Jacke an. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ja, also ich bin in der Bundesrepublik Deutschland aufgewachsen und meine Oma war Schneiderin und hat immer, wenn sie Franz Josef Strauß im Fernsehen sah, gesagt, der sieht verheerend aus. Und da habe ich begriffen, wie Menschen wählen. Es geht überhaupt nicht darum. Wobei es im Fall von Franz Josef Strauß ja das Innere und das Äußere identisch war. Das war das Gute. Aber ansonsten, es geht überhaupt nicht um das, was jemand vielleicht versuchen würde gegenüber der Wirtschaft durchzusetzen, sondern es geht nur um Marketing. Mhm. Ja, das haben sie wie im Buchverlagen, wie überall, wie im Fernsehen und es macht alles so unfassbar schäbig und langweilig ja auch. Also ich weiß nicht, wer sich über solche Wahlkampfslogans überhaupt noch positiv oder negativ erhitzt. Ich glaube, es langweilt alle Leute zu Tode. Und dann heißt es immer, es gibt eine Politikverdrossenheit. Das ist natürlich Quatsch, die gibt es nicht. Ja, es gibt genug Leute, die auf die Straße gehen und sagen, es reicht. Ja, nicht als Politik in Deutschland. Also wenn jemand quasi außerhalb der Parteien etwas tut, dann ist es unpolitisch. Und ich nehme an, dass sich diese Art der politischen Äußerungen, die sich jenseits von Wahlplakaten und Teilnahme an Wahlen ausdrückt, dass die einfach immer mehr wird, weil es nicht zu ertragen ist, mit einer solchen dreisten Dummheit besäppelt zu werden. Das Denken wird ja auch in der Sprache deutlich und wenn uns Politikerinnen und Politiker abholen und mitnehmen wollen, gut aufgestellt sind und im Vorfeld mal ein Projekt angedacht haben, was sie dann zeitnah natürlich mit etlichen öffentlichen Geldern umsetzen, dann ist das zielführend, um nur einige Floskeln zu nennen, die sie auch in ihrem Buch auf die Schippe nehmen. Ich zuck dann immer zusammen und verstehe gar nicht, was die mir sagen wollen. Woran liegt das? Ja, danke, dass Sie mich da so zitieren. Das sind
ja alles Zitate aus der Sprachsprechstunde, die ich für MDR Figaro mache, wo ich mich genau um sowas kümmere. Also Herrschaft wird über Sprache ausgeübt. Das ist überhaupt nicht neu, das war immer so. Das können Sie bei Shakespeare nachlesen und noch früher. Also wer die Sprache beherrscht, beherrscht die Menschen. Und wer die Sprache durchschauen kann, der durchschaut eben auch genau diese Art und Weise, Menschen beherrschen zu wollen. Leider lassen sich sehr viele Leute aufs Kreuz legen. Und wenn ein Politiker ihnen sagt, wir holen euch ab, wir nehmen euch mit, dann ja, dann finde ich seltsam, wenn sich nicht sofort der Reflex zeigt, zu sagen, nein, das tust du nicht. Oder das tun sie nicht. Also man duzt nicht mit Politikern. Sondern nein, gehen Sie weg. Holen Sie doch ab, wen Sie wollen. Mit sich und Ihrem Auto, Ihre Familie, wenn dies noch erduldet. Wahrscheinlich sagt sie auch schon, Dankeschön. Das ist alles Quatsch. Ja. Und wir sind, wenn ich diesen Satz noch einmal höre, wir sind auf einem guten Weg. Ja, klar, in den Abgrund. Es ist einfach unerduldbar, wie primitiv, schlecht, durchschaubar das ist. Und es ist relativ unerduldbar, wie viele Leute sich das gefallen lassen. Also ich meine, man hat doch ein Trommelfell. Man hört doch, dass das gelogen ist. Außer man ist vollkommen abgestumpft durch zu viel, ja, Lektüre falscher Druckerzeugnisse oder ich weiß es auch nicht. Also die für mich normale Reaktion ist eigentlich, dass es ein Schmerz ist und dass man es nicht anhören will, dass man widerspricht. Mhm. Das kann man ja auch ganz diskussionsfreudig, finde ich, tun, wenn es denn eine diskussionsfreudige Medienöffentlichkeit gäbe. Da muss man sagen, sind eben so Sender wie Figaro Kultur und ja andere Kulturradiosender, die sind da toll. Da gibt es die Möglichkeit, das zu machen. Es gibt auch Zeitungen, in denen man das machen kann. Die Junge Welt. Ich schreibe für die Neue Zürcher Zeitung. Ja, aber man muss schon sagen, dass insgesamt so diese das nicht mehr reflektierende dieser Sprache sich eben in der Sprache des Journalismus auch breit macht und dadurch ja auch die dieser Unfug weitergetragen wird. Ich war auf der Seite. Jetzt hätte man ja zumindest die Aufgabe, das zu ironisieren. Ich war auf der Seite der SPD, der Sozialdemokratischen Partei, und die hat dann geschrieben, sei auf der richtigen Seite, also Site, S-I-T, kein Schreibfehler. Also die SPD will mich auf die richtige Seite ziehen. Gibt es denn eine richtige Seite? Wenn Seite und Zeit schon eins sind, dann ist Ihre Frage damit quasi erschöpfend beantwortet. Das ist alles so blöd. Also wenn es nur noch darum geht, ja, die richtigen Friends zu haben und da zu sein, dann ist es doch gelutscht und egal. Ja? Aber selbstverständlich gibt es die richtige Seite. Ich meine, es gibt Substanz, es gibt Inhalt, um den man kämpfen muss. Es kann einfach nicht sein, dass die Umverteilung von Arm und Reich, wie das in diesem Land geschieht, wie das in Europa geschieht, dass das einfach durchgezogen wird. Fahren Sie nach Griechenland, fahren Sie nach Portugal. Es ist unfassbar, was dieses Deutschland anrichtet. Ja, und dann wird es so als gemütliche, dicke Frau verkauft. Daran ist nichts gemütlich. Das ist wirklich richtig aggressiv. Ja, also Sie brauchen gar keine Waffen-SS mehr, um in Griechenland etwas anzurichten. Sie nehmen einfach deutsches Geld. Und das geht. Und natürlich wehren sich die Griechen dagegen. Und dann heißt es, sei geschmacklos, wie sie sich wehren. Aber hallo, was bleibt ihnen übrig? Also sie werden wirklich an die Wand gedrückt und man macht es einfach mit Kohle und dann heißt es noch, wir armen Deutschen müssen für diese Leute bezahlen. Das ist alles so von einer moralischen und finanziellen und wirtschaftlichen, ökonomischen Infamie, dass man eigentlich statt Bücher zu schreiben, schreien müsste. Aber Bücher schreiben ist besser als schreien, deswegen schreibe ich Bücher. Es hat keinen Zweck mehr, mit diesen Leuten zu reden. Sie sind wirklich absichtlich böse und sie tun es auch noch,
mit Hilfe einer Marketingstrategie, die das alles als das Richtige verkauft. Und da fällt mir tatsächlich manchmal rhetorisch immer noch was ein, aber auch noch außerrhetorisches. Ich hoffe, Ihnen fällt in Zukunft auch noch viel Rhetorisches ein. Auf jeden Fall sei allen, die das jetzt hören, das Buch ans Herz gelegt. Sprichst du noch oder kommunizierst du schon? Neue Sprachglossen von Wiglaf Droste. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss, auf Wiederhören.